Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zur Terratech. Ja, in der heutigen Folge werden wir ein paar Missionen mit unserem neuen Panzer machen und gucken mal, wie er sich anstellt. Ich sehe gerade, dass ich vergessen habe, ein Radar anzubringen. Das bringen wir mal sofort in Ordnung. Gerne ein Pointer-Radar. Ein Blockmagnet braucht man nicht. Vielleicht Signallichter hinten. Die leuchten natürlich nur nachts. Was jetzt aber kein großes Problem darstellt. Wenn wir schon dabei sind, vielleicht noch ein, zwei Suchscheinwerfer. Für den Nachteinsatz. Na dann, organisieren wir uns ein paar Quests. Dann schauen wir mal, was das Ding so drauf hat. Fiese Typen, ist gut. Ein bisschen die feindlichen Wellen. Das wird schwierig und Lebkuchen, Mann. Ui. Nein, durch den Parcours fliegen wir jetzt nicht. Fangen wir mal beim Lebkuchen-Mann an. So. Ja, desto kleiner die Viecher, umso schwerer lassen die sich treffen. Jetzt habe ich mal ein paar Bäumchen aus dem Weg geräumt. Und dann geht es weiter. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir ohne Raketen hier nicht vorankommen werden. Ja, offscreen habe ich die beiden Pumpen hier aufgestellt und die beiden da hinten. Falls sich jemand wundert. Der hat ja Raketen ohne Ende. Von Venture. Ey. Mal bitte kaputt. War's das? Und wir sind out of energy. Ja, danke. Storage Units sind bei Herstellungsblöcken. Dass ich darüber immer wieder nachdenken muss, ne? So, hier hin. Da müssen wir mal gucken, wo wir noch weitere Gerätschaften platzieren. Und ja, ich glaube, wir müssen wirklich Waffen ein bisschen upgraden. Ich möchte jetzt auch nicht übertreiben. Na komm, so zwei Raketenwerfer. Machen den Braten jetzt aber auch nicht fett. Ich kann gleich entankern. Wobei, ich bringe mich erstmal in Position. Und wir haben hier nicht alles eingesammelt, wie wir gerade sehen. Ein Raketenantrieb wäre vielleicht nicht verkehrt. Haben sich hier Teile noch irgendwo anders versteckt? Und weg mit dir. Dann testen wir mal unsere zusätzliche Feuerkraft an dem Vehikel da hinten. Und ja, irgendwie ein Schubdüsenantrieb wäre nicht verkehrt. Oh, Megatonkanonen. Ist ja cool. Hat sie eine Megatonkanone überlebt? Nein. Dann fahren wir mal zur nächsten Quest. Hey. Ich hänge hier fest. Ist ja echt unglaublich.
Scooter? Lass das mal. Ich sag dir doch, du sollst es lassen. Na komm, laden wir noch die Batterien fertig auf. Was ist das? Vielleicht sollten wir noch ein paar mobile Storage Units dran bauen. Habe ich welche von Venture? Anscheinend nicht. Sind die ganzen Storage Units, die ich mal besessen habe, irgendwo aufgestellt, oder? Nee, es bringt uns alles nichts. Hey. Hey. WTF? Oberstarfleet 2, das überlegst du dir das nächste Mal doppelt und dreifach, bevor du hier angestürmt kommst. Hatte hier einfach meine Gerätschaften ausgeschaltet. Ich glaub, ich bin... Sollen wir mal vielleicht ein Hovergerät bauen? Wäre ja auch mal eine Maßnahme, ne? So. Kommst mal hier mit. Seht euch das mal an, das hier war ein rot lackierter Better Future Tag. Weg. Du kannst dich auch mal verziehen. Wir haben noch eine weite Reise vor uns. Und ja, ich denke weiterhin über einen Booster nach. Was mich halt wirklich freut, ist, dass halt immer mehr von diesen exotischen Gerätschaften hier auftauchen. Ich lasse es mal liegen. Wobei, das sind... nette Sachen, die ich immer wieder nachkaufe, von denen wir noch nicht so viele haben. Übertreib halt. Moment, sind die jetzt alle anders markiert, weil... also farbtechnisch? Eieieiei. Weil ich den Farbmodus aktiviert habe. Die haben mir eine Storage schon zerstört. Dürfen die das? Oh ja, wir kassieren ja mal recht ordentlich. Au. Oh oh, keine Schilde mehr. Nice. So viel zu unserem Panzer. Ich hole mir mal mein Hauptdeck ab. Sicher ist ja bekanntlich sicher. Eieieiei. Da muss ich die... Oh, oh. Rakete bleibt stehen. So viel zum Thema, wir machen ein paar Quests, ne? Nun gut. Hey, mein Panzer steht ja noch da. Was ist das für ein komischer Bug? Storage schon jetzt? Mein Panzer ist ja so gut wie neu. Weg mit dir.
Und weg mit dir. Und da kommt doch der nächste. Ich kann nicht zu meinem Hauptdeck wechseln, also zum Panzerdeck wechseln. Was für ein großes Tobavu. Hey. Das war doch mal eine etwas aufwendigere Quest als sonst. Da war ja quasi von allem ein bisschen dabei. Du verziehst dich. Kommt es mir nur so vor oder werden die Gegner-Text auch langsam interessanter? Weißt du, mit wem du dich hier anlegst? So. Hey. Moment, muss mich mal beeilen. Hört mal auf hier, so einen Stress zu machen. So. Mein Panzertech steht hier noch rum, obwohl die ganzen Gerätschaften weg sind, wie soll ich sagen, wie Steuerblöcke. Guck dir das mal an. Dem hat man eiskalt die Nase weggesprengt. Der Ärmste. Nun gut, ich glaube, ich werde ihn jetzt mal im Inventar verschwinden lassen. Weil so können wir den halt nicht nutzen. Aber schon irgendwie cool. Du da drüben, verziehst dich mal. Hey. Schön sauber alles aufräumen. Also blocktechnisch war das eine relativ solide Mission. Haben wir vorne wieder was verloren? Nein. Fiese Typen. Na komm, die erledigen wir mal schnell. Wobei, das ist wieder so eine 2-Minuten-Mission. Hier landet niemand in meiner Nähe. Morty. Schön eine Bekanntschaft gemacht zu haben, aber man kann es ja auch übertreiben. Ich würde mal sagen, unser Panzer MK1 hat soweit versagt. Vielleicht bauen wir den Panzer noch ein bisschen aus. Und machen MK2 draus. Aber ja, das war es jetzt erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Mädö. Ein herzliches Dankeschön an Mistress Luna und die Kanalmitglieder für euren Support. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ihr seid spitze.